Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Orhan. Ich hätte gern ein paar Informationen. Ja, gerne. Nehmen Sie bitte Platz. Geht gleich los. Sind Sie schon Kunde bei uns? Nein, aber ich möchte ein Konto eröffnen und habe einige Fragen. In Ordnung. Möchten Sie ein Girokonto oder ein Sparkonto eröffnen? Entschuldigung, ich kenne die deutschen Fachwörter nicht. Was ist eigentlich der Unterschied? Hier ist der Unterschied. Wenn Sie Geld anlegen möchten oder sparen, dann können Sie das Geld auf ein Sparkonto einzahlen. Da bekommen Sie Zinsen. Ach so. Geld zum Anlegen habe ich im Moment nicht. Ich bekomme meinen Lohn und muss die Miete überweisen. Alles klar. Dann brauchen Sie ein Girokonto. Ja, genau. Haben Sie Ihren Reisepass oder Ausweis dabei? Entschuldigen Sie, aber wie sind die Voraussetzungen? Muss ich für die Kontoführung Gebühren zahlen? Nicht immer. Also es kommt darauf an. Wenn Sie zum Beispiel Geld online überweisen möchten, kostet das nichts. Wenn Sie aber einen Überweisungsformular am Schalter abgeben möchten, kostet es 50 Cent. Okay. Bekomme ich die EC-Karte? Und was kostet die? Die kostet 10 Euro im Jahr. Also, dann möchte ich jetzt ein Girokonto eröffnen und mich auch für das Online-Banking anmelden. Okay, einen Moment bitte. Ich mache den Vertrag fertig. Nun bitte ich Sie um eine Unterschrift. Bitte schön. Besten Dank. Die Karte und den PIN-Code bekommen Sie innerhalb einer Woche per Post zugeschickt. Alles klar, danke schön. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Orhan. Ich hätte gern ein paar Informationen. Ja, gerne. Nehmen Sie bitte Platz. Geht gleich los. Sind Sie schon Kunde bei uns? Nein, aber ich möchte ein Konto eröffnen und habe einige Fragen. In Ordnung. Möchten Sie ein Girokonto oder ein Sparkonto eröffnen? Entschuldigung, ich kenne die deutschen Fachwörter nicht. Was ist eigentlich der Unterschied? Hier ist der Unterschied. Wenn Sie Geld anlegen möchten oder sparen, dann können Sie das Geld auf ein Sparkonto einzahlen. Da bekommen Sie Zinsen. Ach so. Geld zum Anlegen habe ich im Moment nicht. Ich bekomme meinen Lohn und muss die Miete überweisen. Alles klar. Dann brauchen Sie ein Girokonto. Ja, genau. Haben Sie Ihren Reisepass oder Ausweis dabei? Entschuldigen Sie, aber wie sind die Voraussetzungen? Muss ich für die Kontoführung Gebühren zahlen? Nicht immer. Also es kommt darauf an. Wenn Sie zum Beispiel Geld online überweisen möchten, kostet das nichts. Wenn Sie aber einen Überweisungsformular am Schalter abgeben möchten, kostet es 50 Cent. Okay. Bekomme ich die EC-Karte? Und was kostet die? Die kostet 10 Euro im Jahr. Also, dann möchte ich jetzt ein Girokonto eröffnen und mich auch für das Online-Banking anmelden. Okay, einen Moment bitte. Ich mache den Vertrag fertig. Nun bitte ich Sie um eine Unterschrift. Bitte schön. Besten Dank. Die Karte und den PIN-Code bekommen Sie innerhalb einer Woche per Post zugeschickt. Alles klar, danke schön.